Willkommen, liebe Leute, zurück zur Final Fantasy 15 Demo. Immer noch auf der Spur des Biomorph. Sind wir das letzte Mal hier stehen geblieben? Im Nebelwald. Und ich bin ja mal gespannt. Exercise due caution. Okay, ja, ich bin sowieso vorsichtig. Bei so einem Gegner sollte man das, denke ich, auch sein. Dahin ist er. Folge dem Beomorph unbemerkt zu seinem Unterschlupf. Du darfst dich auf keinen Fall von ihm entdecken lassen. Oder ihn aus den Augen verlieren. Okay. Das hört sich an bei dem Vieh, das ist ja übel. Ja. Jetzt war ich wieder zu schnell. Wo will das Vieh hin, ne? Was ein Vieh, Leute, ey, was ein Vieh. Ist riesengroß. Läufst du im Kreis? Was macht er jetzt? Ja, können auch langsam jetzt zum Ende kommen, die Verfolgung hier. Das war ganz nett gemeint, aber ja. Oh, 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 oh. Na super. Du hast das Versteck des Biomorph ausfindig gemacht. Zwänge dich durch die Öffnung zum Eingang der Ruinen. Haben wir aktuell immer noch nur die beiden? Okay, cool. All in a day's work.
Ja, wo wart ihr denn die ganze Zeit? Zwischenspeichern. Okay, Zwischenspeichern. Zwischenspeicherdaten werden nur vorübergehend angelegt, um nach einem Game Over vom letzten Checkpoint auszustarten. Sie werden gelöscht, wenn du das Spiel beendest, zum Titelbildschirm zurückkehrst oder irgendwo übernachtest. Na, okay, geil, dann muss man die Demo an einem Stück durchzocken, oder wie? Wenn man das Spiel beendet, ist der Spielstand weg. This way. Sag bloß. Bei diesem Schlauchabstücken kann ich den Weg nicht verfehlen, aber danke dir. Haben die irgendwie eine magische Verbindung? Warum hören die sich? Warum hören die Gedanken? Das sagt ja keiner einen Ton. Ja? Promptus Aufgabe: Den Öltank mit einem Schuss zur Explosion zu bringen und den Beowulf damit schwer zu verletzen. Okay. Alles klar. Er weiß schon mal, was er zu tun hat. Gladio. Gladio soll den Beowulf durch einen Angriff von rechts aus dem toten Winkel abzulenken und Prompto so eine Gelegenheit zum Schuss zu schaffen. Gotcha. Gotcha. Okay, was müssen wir machen? Ich sag ja, er ist der Denker. Er ist der Denker, er ist der Sprücheklopfer, Draufhau-Typ. Der andere ist der tollpatschige Bubi und wir sind halt der Prinz. Highness, focus. Hallo. Nocts Aufgabe, den Beowulf mit Tachyon-Sprüngen zurück in die Ruinen zu locken und ihm schließlich an der Explosionswunde den Todesstoß zu versetzen. Ja, yeah, by all means. Okay. Hallo. Hallo. No time to dilly dally. Come and get me. It's time. I got it. Oh yeah. Pronto. Going for it. Whoa. Some real chemistry here. That's what I call teamwork. Impeccable. Not good. Your Highness! This is no time for a nap. Not! Beowulf ist durch eine Verletzung auf dem rechten Auge blind. Greife seine rechte Flanke an. Alter, Alter! I didn't know they made him that big. So, how do we take him on? Carefully. One mistake could be our last. Ah, Mist. Yep. Whoopsie! Ich will eigentlich nicht seinen Schwanz bearbeiten, der Homo, aber ich will irgendwie die rechte Pfote oder sowas. Ja, komm, hau mal einfach drauf. Ah, Mist! Da vielleicht ausweichen. Bam!
schon. Weg, weg, weg! Ich wollte doch X drücken. Ich wollte doch einfach X drücken. Auf die rechte Seite. Das sieht so übel aus, das Vieh. Hilfe! All present and accounted for. Den Spielstand speichern? Gerne. Zum ersten Mal kann ich speichern. Geil. In der Nähe gibt es einen sicheren Ort. Ja, wow, Mann, sind wir Loser. Wir haben es nicht gepackt. Ja, wir sind schon... Versager, kleine Versager. Ach fuck, jetzt habe ich die Markierung weggenommen. Setzen. Ja, jetzt. Ja, shit. Aber das ist alles so gewollt. Das ist ja... schon ganz stark, also das war schon auf jeden Fall ganz gut gescriptet. Man hat auch gesehen, direkt als wir in den Nebelwald gegangen sind, wurde es ja auch direkt zu Schlauchlevels. So alte Final Fantasy 13 Style. Und nicht wie hier ein bisschen größeres Gebiet. Ja, jetzt sollen wir da wieder hin, oder wie? Mist, was sollen wir denn machen jetzt? Was will der von mir? Ja. Können wir nicht beides machen? Beowulf und Chocobo Ranch? It's time. It's time to go. Ja, ich würde es irgendwie. Ich will es eigentlich nicht aufgeben. Onward. Aber wenn die sagen, wir haben keine Chance. Ich hatte jetzt aber nicht den Eindruck, dass wir fast draufgegangen wären. Was sollen wir machen jetzt? Ich hatte eigentlich echt das Gefühl, dass es gut läuft. Na gut, komm, gehen wir da nochmal rein. I'm going all out. Just don't get too carried away. If you want to talk. Vielleicht verrecken wir ja. Vielleicht auch nicht. Da vorne ist er, ich sehe doch schon dein Horn. Komm, den machen wir jetzt platt, Jungs. So unbesiegbar ist er jetzt auch nicht, ey.
Okay, ey, wir ziehen aber auch echt wenig ab. Fuck it. Oh, oh, oh. Hilfe! Hilfe, Jungs! Ja, komm her und heil mich. Fuck, der macht den platt. Der macht den platt. Boah, was war das? Ich glaube, ich bin tot, oder? Ja. Leute, ich glaube, es wird nichts. Kann das sein? Wir hatten recht. Heil mich, heil mich, heil mich. Komm. Nee, das wird nichts. Das wird nichts, da haben sie recht. Boah, Leute, stimmt. Nein. Er riecht, dass ich abhauen will. Stimmt, das ist mir jetzt erst so richtig aufgefallen. Warum eigentlich noch nicht vorher? Dass dieses Teleportieren mich voll an Minato aus Naruto erinnert. Mit seiner Technik, mit diesen, mit den Wurfmessern, dass er sich da hinterher teleportieren kann. Ja, voll cool. Ja, Leute, irgendwie ist es natürlich blöder gelaufen. Also für den sind wir definitiv wirklich noch zu schwach. Man könnte es schon irgendwie schaffen, dem besser auszuweichen, aber wir machen einfach so wenig Schaden, dass ich wahrscheinlich eine halbe Stunde alleine kämpfen müsste. Und das ist so der Punkt, wo ich sage, entweder was anderes erst machen, also würde ich sagen, entweder was anderes erst machen oder aufleveln. Gut, Leute, das soll es aber erstmal gewesen sein, weil ich habe jetzt schon ganz schön viel am Stück gezockt und da ich vorhin einen Speicherstand bekommen habe, kann ich jetzt mal eine Pause machen, was sehr schön ist. Gut, also für den Biomorph, wie gesagt, sind wir noch viel zu schwach. Den gehen wir aber auf jeden Fall, denke ich, in der Demo noch an. Und ich bin gespannt, was noch so kommt. Ich freue mich auch, dass sie echt umfangreich ist. Und Spaß macht sie immer noch. Ja, ich hoffe euch auch. Gut, Leute, danke fürs Zusehen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.